Dieses Bild hier wurde bereits häufig im Internet geteilt. Angeblich, laut den Quellen im Internet, soll es von einem Künstler stammen, der eine sehr schwerwiegende psychische Erkrankung hat. Manche andere Quellen sprechen davon, dass es von einem Künstler kommen soll, der schizophren ist. Sprich, der teilweise halt eine Persönlichkeitsstörung haben kann. Es gibt unterschiedliche Arten der Schizophrenie oder der Halluzinationen hat. Auf jeden Fall soll es von einem geistig kranken Mann kommen. Zusammen auch mit diesem Bild, die zusammen als eine Meme-Vorlage verwendet wurden. Es ist extrem interessant, sich vorzustellen, dass eben eine psychische Erkrankung solch grausame Bilder erzeugt, solch grausame Selbstbilder oder Bilder von gruseligen Wesen. Bevor man nun allerdings zu viel in diese Bilder reininterpretiert, muss man wissen, dass der Künstler dieses Bildes überhaupt keine psychische Krankheit hatte. Er sagte später aus, er ist nicht psychisch krank und man sollte nicht absichtlich versuchen, solche Lügen zu verbreiten.